Willkommen zurück bei unserem kleinen Bossfight hier. Ich muss jetzt eben sehen, dass ich diese Geister ausschalte. Den Vogel hebe ich mir zum Schluss auf. Für den Vogel brauchen wir alle eine ganze Menge SP. Und jetzt Mimel kann ich momentan nicht heilen. Mimel kann sich aber selbst heilen. Denn die Aktionspunkte von ihr brauche ich momentan nicht. Und sie hatte, glaube ich, auch noch. So ein Skill, genau, Amplification. Wenn sie 100 SP hat, ne, 200 SP, oh, Magic Damage, das wird wohl schwierig werden. Aber sie muss sich noch mal ein bisschen heilen. Ist alles noch im Rahmen, ist alles gut. So, dann können wir den hier erreichen. Und wenn ich da jetzt sage, Howling Storm, erreichen wir dann beide? Ja. Und damit sind die wahrscheinlich auch tot, oder? Wir haben 300 Hitpoints. Die dürften so einen Howling Storm eigentlich nicht überleben. Machen wir sonst noch was? Nein, die anderen sind dann noch in Position. Das bleibt alles so. Und wir haben schon mal zwei ätzende Gegner weg. Jo. 5000 Schaden. Ja, Overkill bringt nur so ein doofes Silver Ore. Aber besser als nichts. So, du hast noch ein paar Punkte übrig und schmeißt dir mal ein. Obwohl, der braucht eigentlich kein Gras. Gallios braucht eigentlich ein paar mehr. Ah, ne, braucht er auch nicht. Ich glaube, ich bewahre mir die Punkte einfach auf. Ich könnte den Vogel jetzt schon mal andotzen. Ne, komme ich nicht hin, ne? Genau, dann machen wir hier das, den Fire Spirit weg. Und der müsste doch mit so einer Demonic Bondage kaputt gehen. Schöner Wasserskill gegen das Feuerwesen. Auch noch nicht mal Overkill. Aber brachte ja eh nur ein Silver Ore. Ja, schade, dass der Vogel jetzt so weit wegsteht. Das ist echt ärgerlich. Kann ich diese Runde jetzt gar keinen Schaden machen. Gut, gehe ich mal ein Feld vor. Ich darf keinesfalls meine Leute alle nebeneinander stellen. Der Vogel hat bestimmt Area Damage. Mal sehen, ob ich jetzt zuerst dran bin. Nee.
Oh, das war ja ganz angenehm. Hätte ich nicht sagen sollen. So, was ganz gut ist, dass Eugene jetzt früh dran ist, um Mimel wieder zu erwecken. Und wir können auch den Vogel erreichen. Da kann ich aber auch auf Sigi warten. Mein Ziel ist jetzt in dieser Runde, dem Vogel möglichst viel Schaden zu machen, ohne ihn dabei zu töten. So, und dazu ziehe ich ihm natürlich erstmal mit Howling Storm eine Menge Attributspunkte ab. Nee, ich mache sogar noch anders. Ich mache erst Demonic. Also Moment, wie viele Hitpoints hat er überhaupt? 5000. Dann machen wir erstmal Demonic Bondage. Das wird bei dem Wasservogel keinen Schaden anrichten, wird aber den Break-Status reduzieren. Dann anschließend machen wir einen Howling Storm. Der wird wahrscheinlich 1000 Schaden machen, vielleicht 1500. Dann machen wir noch eine Gatling Spike. Dann haben wir vielleicht schon 3000 Schaden angerichtet, man weiß es nicht so genau. Und dann machen wir noch einen kleineren Angriff. Schwierig, schwierig. Wenn ich den Howling Storm erstmal weglasse, nur mal gucke, was die anderen Schaden so machen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nee, das bringt alles nichts. Der zieht natürlich ordentlich rein. Aber die sind alle außer Formation. Also gut, müssen wir nochmal anders mit dran. Tut mir leid, dass es jetzt so ein bisschen lange dauert. Das heißt, ich gehe mit Sigi doch mal hier direkt dran. Dann der Howling Storm. Nee. Ach. Genau, den Demonic Bondage mache ich jetzt nämlich auch gar nicht. Ich will ja den Break Level nicht unbedingt reduzieren. Das machen wir später. Also doch. So. Dann Mime. Die anderen sind noch zusammen. Du darfst auch noch mal. Nee, du darfst nicht. Das ist okay. Ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt einiges an Schaden mache, ihn aber nicht töte. Und ich habe ja noch die Chance, mit Galios auch noch eine gute Attacke hinzukriegen und mit Eugene auch nochmal drauf zu schlagen, wenn ich jetzt zu wenig Schaden mache. Gut, das war schon mal nichts. Howling Storm macht nicht mal die Hälfte, das heißt, ich brauche drei solcher Spezialangriffe, um den Break-Level zu senken.
Und die machen dann 1000 bis 1500 Schaden. Ja. Also nur Sigi macht halt 1500, die anderen machen ungefähr 1000. Das heißt, ich werde dann auch noch Gallios Attacke jetzt einmal machen. Das wird der Vogel schon überleben. Und er muss hier ein bisschen näher ran. So habe ich mir das vorgestellt. Die Rache des Vogels wird natürlich fürchterlich sein. Das heißt, ich könnte Mimel jetzt nochmal heilen, falls das was bringt. Ja, machen wir. Ja. Double Needle ist nicht so gut. Der arme Eugene könnte drauf gehen. Hat's überlebt. Okay, stehen bleiben. Ein bisschen zur Seite. Der Vogel ist ja gleich wieder zuerst dran, das ist ja immer das Problem. Nur drehen. Und du kannst da jetzt bestimmt ein vorgehen. Sehr schön, dann ist Alice in Reichweite, um jeden zu heilen. So, jetzt mach nichts Böses, lieber Vogel. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, es tut zwar weh, aber... Ja... Ach, was soll's. Tja, seht ja schon, der Vogel hat wieder ein bisschen geheilt. Hat hier wieder 1000 Hitpoints, vorhin hat er noch 600 oder sowas. Mimel kann leider... Ach, klar. Wir haben doch mit Alice Resurrect gelernt, oder nicht? Kostet 16 Punkte. Alice braucht 18, für den sind 34. Und, die kriegt sie auch noch. Das heißt, ich muss nur bis Alice warten und dann hat sie noch genug Punkte, weil ich brauche Alice Spezialangriff auf jeden Fall. Das ist der zweitmächtigste hier, glaube ich. Also machen wir einmal Resurrect. Der hat nämlich eine höhere Reichweite als das Fragment of Life. Und sie geht außer Formation. Ja, es ist doch blöd. Plan B. Das Wasserelement muss ich leider diese Runde auch leben lassen. Fragment of Life.